gewesen, aber... Okay. Dann machen wir halt diesen Part nochmals. Ja, genauso schlecht wie beim ersten Mal. Wenn die schießen, sind sie einfach... Gerne geht's ja wieder verteilen, ja. So. Du darfst gerne wieder Kekse verteilen, ja. So. Ich muss das ein bisschen geplant rangehen hier. Perfekt. Danke, Wolle. Und spiel etwas leiser. Also im Gegensatz zu meiner Stimme, oder wie? Moment mal. Das schlägt eigentlich ganz normal aus. Ich habe es ein bisschen leiser gemacht. Besser? Wie spielst du mit dem Rücken zum Fernseher? Okay, sehr. Man hört dich kaum, wenn die ballen. Okay, warte. Aber wenn die ballen, muss ich eigentlich auch nicht reden. Und selten, Dina. Wo ist jetzt da einer am Schießen? Nicht mit mir, Freundchen. Nicht mit mir heute. Reha wurde vorgezogen zum Glück. Oh, sehr schön, sehr schön. Und sonst, wie läuft es? Sonst läuft es gut. Ey, der Bowler. Ich halte mich noch fest. Ich dachte jetzt so, warum... Warum gehst du da nicht nach vorne? Sam, Scharfschütze! Wo? Ich sehe den gar nicht. Sehr schön, das freut mich. Moment. Gehen. Noise Gate. So. Test. Das ist mal gut. Und Gain geben wir da noch ein bisschen Power. Test. Was meint ihr mit... falsche Taste. So. Was meint ihr? Ist es zu laut oder geht es so im Gegensatz vom Spiel? Könnt ihr gerne Bescheid geben. Na, Bowler? Oh. Alles gut? So. Heute nicht. Und jetzt holen wir uns das Scharfschützengewehr. Definitiv. Oh. Ja, danke schön. Au. Ich wäre runter. Nimmst du leise, so PC leise mache, ich find's gut. Okay. Sehr gut. Nein. Hey, aber das war jetzt nicht schlecht, aber sonst so. Schade. So. Ina. Habt ihr euch eingerichtet? Hallo? Oh.
Nein. Weil ich eben ja gewisse Sachen neu konfigurieren musste. Jetzt auf die Schnelle kann das sein, dass das rausgefallen ist. Komm schon. Ja, fast ja nicht. Gar nicht. Fast selten. Ja, 3 Schuss. Das geht eigentlich gut. Oh, wow. Wo. Bam. Komm raus. Sagt er doch, komm raus. Da ist noch einer. Oder er hat ihn. Nee, er hat ihn nicht. Oh. Das ist so ein 5 Meter Life. Das ist ja krass. Und hallo Frank. Hey. Na? Alles gut? Schönen Tag gehabt. Hey, aber nicht schlecht. Ich bin heute besser drauf im Zielen als auch schon. Willst du mich da nicht? Willst du da nicht nach oben? So. Ah, oder einfach hier. Nicht? Ich dachte, ich müsste da auf den Kran hoch und dann von dort irgendwie rübergehen, aber scheinbar nicht ganz. Da rein und den Kran schieben? Keine schlechte Bilanz, definitiv. Das kann so weitergehen. Hä? Da komme ich auch nicht hoch. Da käme ich runter. Wenn das das ist, ja. Okay, nicht sehr gut getroffen. Muss noch 3 Stunden warten, bis endlich Marvel Heroes Omega zocken kann. Oh, ein neues Spiel oder wie? Ich dachte da wirklich, ich müsste... Oder ich käme da irgendwie hoch. Aber demnach ist das ein anderes Spiel. Oh. Yes. Runter bis zum Wasser, aber dann müsste ich hier runter. Bist du dir sicher, Bruder? Ganz sicher? Glaube ich, ich würde mal zuerst da hochgehen. Ja. Das kommt eben vom Overwatch-Spielen. Dann plötzlich viel besser. So, jetzt müsst ihr einfach sterben. Fertig. Ah, der ist schon tot. Okay. So eine Jeans würde ich definitiv auch wollen. Oh, wo ist... Oh. Ich muss kurz warten. Da, du schmeißt den mal und Levis. Tragt ihr eigentlich gerne Jeans oder wie ist das so?
Von wo? Wo flankierst du mich? Da. Diese Waffe verzieht so beim Schießen. Komm, komm, komm. Am liebsten unten rum nichts. Und Simon sagt gleich mal hinten rein, hinterher. Jawohl. Aber während du streamst, hast du ja eh unten rum nichts an, oder? Jeans nur als Jacke. Okay. Hey, jetzt burgst du mir. Wo in welchem wie heißt es? Von welchem Tag wir hatten? Ja, den Abkürzungen-Tag. Jetzt müssen wir noch den Ü18-Tag einführen. Und Nathan. Wuhu! Einmal nach oben. Nee, was der... Ah, fuck! Glaube es ja nicht. Ludonarrative Dissonanz. Was ist das für eine... Wow. Okay, das habe ich noch nie gehört, das Wort. Habt ihr das schon mal gehört? Eher nicht, eher denn nicht Ü18 ist einfacher. Nicht Ü18? Aber wir haben... Nee. Oh, oh, oh. Nein! Das war scheiße. Das war definitiv scheiße. Wir müssen einfach schauen, dass es nicht unbedingt... Ü18. Wow. Nicht Ü18 bei Super Mario Maker und so zu spielen sind. Die armen Kinder. So, los geht's. Oder weiter geht's. Mhm. Ich habe, genau, das wollte ich noch mit euch besprechen, wenn ihr jetzt gerade hier seid. Ich habe, Wir haben hier mein Flugzeug zerschossen, Nate. Oder Moment. Uns geht's gut, danke. Wie lange brauchen wir bis Madagaskar? Kein Schatz. Noch nicht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Hier, wir sind reich. Herrje, immerhin ein Anfang. Und du glaubst, der Rest ist in Madagaskar? Da war eine Kammer mit einer großen Karte von Madagaskar auf dem Boden, also... Ja, vermutlich ist er dort. Du suchst wohl die Stecknadel im Heuhaufen, Junge. Hör zu, der Schatz war niemals in Schottland, okay? Was sollte das dann alles, Das Kreuz des heiligen Dismas? Also, wie gesagt, ich glaube, Avery hat Leute rekrutiert. Das Kreuz war eine Einladung, die Höhlen waren bloß eine Art Initiation. Ach, dann haben wir alle bestanden, was? Glückwunsch, Victor. Wir kriegen Augenklappen und Papageien. Ich kapier's nicht. Warum machen die sich so eine Mühe, nur um Leute auszusortieren? Um sich zu schützen. Avery war der meistgesuchte Mann der Welt zu dieser Zeit. Er brauchte Leute, denen er trauen konnte, um ihren Schatz geheim zu halten. Was meinst du mit ihrem Schatz? Überleg doch mal. Thomas Tu war seinerseits ein erfolgreicher Pirat. Welchen Nutzen hätte er von einer Kooperation mit Avery gehabt? Ich glaube, Avery hat die Kreuze nur an andere reiche Piraten wie er selbst verschickt. Was, wenn sie sich und all ihre Schätze zusammengetan hätten? Dagegen aber beglänzt. Hätte der Gangis Herr Weischatz wie Kleingeld gewirkt. Genau. Red nicht mehr rein. Okay, oder wohin in Madagaskar wollen wir denn genau? Kings Bay, das war ein Piratenparadies zu Averys Zeit. Das kenne ich gut. Ziemlich großer Ort. Geht's etwas genauer? Naja, die Kartenkammer ist eingestürzt, also du weißt schon. Worüber lasst du denn? Die Leute, die die Höhlen überlebt haben, die Rekruten. Was wäre das Einzige, das sie mitgenommen hätten?
Da ist ein Vulkan drauf. Und es gibt einen Vulkan bei Kings Bay. Was bedeutet, wir sollten uns beeilen. Ich probier's zumindest. Hey. Hey, Nate. Hi, Süße. Hi. Ich hab versucht, dich zu erreichen. Bist du okay? Ja, klar doch. Was meinst du? Ach, bloß wegen all der Überschwemmungen. Vielleicht war das keine so gute Idee, während der Regenzeit nach Malaysia zu fahren. Ja, stimmt. Stimmt, ja, das hat uns ziemlich lahmgelegt, weißt du? Die Ausrüstung hat gelitten, aber keiner ist verletzt oder so. Naja, solange es euch gut geht. Also geht die Arbeit morgen los? Der Termin wurde verschoben. Sieht aus, als bräuchten wir noch 10 Tage oder so. Och, 10 Tage? Hey, wie wär's, wenn ich mir einfach ein Ticket besorge? Oh, weißt du, das musst du nicht tun. Ist schon gut, ich meine... Diese Typen sind gern übervorsichtig. Wir brauchen bestimmt gar nicht so lange. Okay, na dann. Bitte pass auf, dass dir nichts passiert. Mach ich. Mach ich immer. Hör mal, tut mir leid, ich muss aufhören. Jameson ruft nach mir. Okay. Ich liebe dich. Ich dich auch. Genau, wieso kann der nicht einfach ehrlich sein? Ehrlichkeit währt am längsten. Und sie würde es ja verstehen. Sagen die Satelliten, Victor? Im Moment überhaupt nichts. Ich habe keinen Empfang. Hey, wisst ihr, was immer Empfang hat? Papier. Okay, diese Route hier müsste uns direkt zum Vulkan führen. Könnte aber holprig werden. Worauf warten wir dann? Okay. Auf geht's. Schon ein bisschen. So, also, jetzt aber. Und? Was suchen wir hier draus? Tja, die Karte zeigt viele Bauten um den Vulkan okay, herum. Das funktioniert. Also, ich wollte noch fragen, ich habe bei anderen in Discord gesehen, dass die da noch also gewisse andere hat, Chats auftun. Ich habe ja im Moment, wie heißt das Spiel? Hey, Julian! Uncharted 4 heißt das Spiel. Und willkommen. Eben, die haben da noch gewisse andere so Chats aufgetan, zum Beispiel Rezepte oder Mimimi, wie heißt es, Mimimi Bereich, da konnte man immer ein bisschen weinen und oder irgendwie, was auch immer, einfach so verschiedene Bereiche. Würdet ihr das gut finden oder findet ihr, nee, es sollten immer alles die Leute auch lesen können. Zum Beispiel auch ein Hashtag PNS Bereich, wo wir dann aber auch schauen, dass da zum Beispiel die Ü18 Leute nicht unbedingt reinkommen. Da müsste ich einfach das Alter wissen, bevor die da in den Chat reinschauen können. Und so weiter. UED. Um das Fahrzeug zu finden, drücken Sie das. Das ist sehr schön. Aber warum bin ich jetzt hier hoch? Irgendwo muss das Drama herkommen, ja. Käme ich jetzt da irgendwie? Weil ich sehe schon den Schatz da drüben leuchten. Nur weiß ich jetzt gerade. Oder komme ich von dieser Seite ganz easy hoch? Ja, ich komme von dieser Seite hoch. Der Chrissy! Na du, noch nicht am Arbeiten. Oh. Nee, nicht. Nee, ich nicht eine Gruppe, ein Bereich. Wir haben jetzt im Moment
Schnackstream und Information. Und da würde noch einfach ein zweiter oder so heißen. Es ist nicht eine spezielle neue Gruppe. Natürlich, Arno. Hey, was geht? Glaub mir, das habe ich als erstes nachgesehen, als es hieß, wir fahren zu einem Vulkan. Das und wo sind die nächsten Geländewagen? Was ist das? Du hast tatsächlich eine Forschung angestellt? Du kannst ja nicht immer der Klugscheißer. So, Geronimo. Da ich noch weiß, dass wir irgendwo hier links hoch müssen, gehe ich da mal schauen. Natürlich, bei dir auch, soweit. Hey, ich fahr perfekt, schau das mal an. Meine Herren, wir sind auf einem Piratenabenteuer. Was bist du, 7? Hey, er hat sogar die Haare nass. War das im ersten Durchlauf auch? Wow. Das habe ich irgendwie nicht gesehen. Komm. Wie ist dich da wieder? Jetzt ziehe ich dich einfach. Scheinbar, ja. Okay. Dann komm. Gut. Noch ein bisschen. Sehr gut. Machen wir doch so. Und schon wieder ein Schatz. Den haben wir auch noch nicht gesehen. Oh. Lesen. Captain Harrison, es sind schon 3 Tage vergangen, seit Sie und Ihr Regiment zu den Türmen aufgebrochen sind. Und unsere Hoffnung, dass sie Captain Avery finden und ihn festnehmen, ist ebenso zunichte wie unsere Vorräte. Die Entdeckung dieses Piratenverstecks nach Jahren voller falscher Fährten hat den Glauben meiner Männer gestärkt. Aber nach 3 Tagen in dieser feuchten Höhle werden sie langsam unruhig und ängstlich. Sie wollen hier nicht sterben oder schlimmer. Mit leeren Händen nach Kings Bay zurückkehren. Da werden wir bei Tagesanbruch ungeachtet ihrer Anweisungen so viele Vorräte und Waffen nehmen, wie wir tragen können und uns selbst auf den Weg zu den Türmen machen. Dort werden wir Avery mit Gottes Gnade fassen und ihn vor Gericht stellen. So Gott will, werden wir dort auf sie treffen. Lieutenant Sherwood, Infanterieregiment unter der Lizenz des East India Company. Cool. Und sonst, Arno, was machst du so? Ah, da komme ich nicht hoch. Okay, fahren wir los. Und... Ja, ich habe schon ewig nicht mehr zweimal an einem Tag geduscht. Cooler Spruch. Er hat sogar gesagt, zweimal. Die Texte müssen da mega eingesprochen worden sein. Nee. Ist wirklich weiter gewesen. Ah, da drüben. Komm schon, Baby. Los. Yeah, Baby. Komm. Schaffst du es? Und Simon, bist vorbereitet für morgen? Morgen ist doch der 24 oder wie viel? 40 Kilometer? Okay, Junge, lass uns nicht abstürzen. Hey, fahr ganz langsam und schön in der Mitte. Ja, Beifahrer wissen es ja immer. Wow. Komm gut, alles gut. Shit, war das knapp. Das war jetzt definitiv knapp. Samstag. Ah. Und, aber bist du vorbereitet? Ich hab manche Mund. Ah, sie kommt auch mit. So kommen wir nicht vorwärts. Cool. Hey, langsam habe ich den Dreh raus. Na bitte.
Ja. Ui. Mein Rückgrat. Oha. Ich würde sagen, nein. Geil. Wer ist bereiter? Du oder Ina? Ah, da. Ich sehe schon. Ist jemand durchgekommen? Hallo? Ernsthaft? Ernsthaft? Okay. Nur ganz kurz. Ist hier irgendetwas? Haben das die Affen jetzt gemacht? Okay. Jetzt kommen die Affen? Nicht? Okay. Der wollte einen Geländewagen mit Seilwinde. Für eine Seilwinde hat das Budget also gereicht, aber nicht für eine Federung. Verstehe. Hey, das ist wichtig. Gerade Offroad, wenn es mal regnet oder matschig ist. Stopp. Da muss ich auf die andere Seite. Oh, wow. Wir haben nicht daraufhin trainiert. Okay. Und geht ihr jetzt zum ersten Mal oder seid ihr schon gewesen? Dabei sein ist alles, definitiv. Definitiv. Alle Mann anschnallen. Zum ersten Mal dabei. Oh, schön. Erzählt dann, wie es war. Ja. Oh. Ah, da. Wow. Wow. Langsam, Junge. Okay, als sich der Wagen hier noch nicht überschlagen hat. Jetzt muss ich da wirklich ein bisschen langsam. Hey, mach langsam, Junge. Ja. Ja. Und weiter geht's. Also, Nathan, du glaubst Avery, Chu und ein paar andere Piraten haben ihre Schätze zusammengetan und sind hierher gekommen, weil... Warum genau? Wer weiß, vielleicht zum Schutz. Die britischen Behörden saßen ihnen im Nacken. Klar, vielleicht hat er ihnen geholfen zu verschwinden. Der Kerl hatte echt Talent, Dinge zu verstecken. Sollte auch möglich sein, ja, sehr schön. Und los! Nö. Und nein. Sally ist halt einfach schon geil. Ey, was machst du? Ja? Dafür, dass er ein paar hundert Jahre alt ist, ist er gut in Schuss. Ja, das sind eindeutig Ruinen aus Averys Zeit. Hier sieht man schon, was man machen muss. So, das sollte reichen. Perfekt. Ich prüfe noch kurz diesen Turm hier. Ja. Sam, hier. Das ist Christopher Condons Zeichen. Kapitän der Fiery Dragon. Er operierte zu Averys Zeiten von Madagaskar aus. Hm. Also vielleicht rekrutiert Avery Piratenkapitäne. Wozu? Als seine Wachposten? Das ergibt keinen Sinn. Nein, stimmt. Ich denke, war jeder Captain für einen Turm verantwortlich und liefert auch die Männer dazu. Wie auch immer. Ich denke halt einfach, Kompetenz hat er. Hat er gesucht. Was ist das genau? Ja. So. Oh. Also deine Knie will ich nicht sehen. Okay, fertig? Probieren wir es. Auf geht's.
Viel besser, viel besser. Siehst du, Sully? Die Winde. Total nützlich. Das war ein Hügel. Noch hat sie sich nicht bezahlt gemacht. Ah, noch nicht. Kleine Siege. Okay. Eigentlich wollte ich jetzt das hier lösen, aber kein Problem. Wow. Stellt euch vor, da seid ihr in der Nähe und dann kommt die Seilwinde zurück und bam, voll an die Beine. Das tut weh. Wow. Spektakulär. Stellt euch vor, ihr kommt hierher. Ein erfolgreicher Pirat weit weg von eurer unterdrückenden Regierung. Die armen unterdrückten Piraten wollten doch nur in Ruhe und Frieden morden und plündern. Nein, nein, sie wollten als Wenn man den Ort zum Weglaufen sucht, könnte man es wirklich schlechter tun. Jetzt machen wir schon ein Lied. Kommt in die wilde Welt. In die wilde Welt. Kommt in die wilde Welt. Tex Avery. Tex Avery. Zurück über den Atlantik nach Südafrika. Und all das schaffen sie nur mit und der Hilfe der Sterne. Hey, willst du einem ehemaligen Seemann das Segel erklären? Der Punkt ist, die hatten es echt einfach. Dauert trotzdem. Moment. Da könnte etwas sein. Was hast du? Voilà. Ich wusste es, aber irgendwie ist da nur... Ein lustiger Schatz. Ich, wenn ich zu viel gegessen habe. Das hier müsste doch irgendeine coole Waffe sein. Schade. Nein, doch. Hat Spaß gemacht. So. Ah, jetzt seht euch das. Scheiße, wow. Stopp. Was haben wir? Militärtypen, die... Nee, es sagt mir etwas, aber... Leute? Yep. So eine Scheiße. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie, was, wo, wann. Aber den falschen, oder? Das ist die gute Nachricht. Ja, das heißt, es gibt auch eine schlechte. Na, der einzige Weg zum Vulkan führt mitten durch sie hindurch. Oh, Scheiße. Aber wir sind im Vorteil. Was ist der Plan? Tu einfach, was ich tue. Sehr gut. Wir gehen da mal das Fahrzeug hier hin parken. Damit sie es nicht gleich sehen. Endlich wieder ballern. Genau, das Spiel ist ja eigentlich so ein bisschen konzipiert. Intro bei Discord, okay. Oh. Diese Drake-Jungs hier auch wissen ihr, was zu tun ist. Das geschieht nicht. Hoffentlich erwische ich sie. Bei deinen zittrigen Händen müssten sie schon sehr nah an dich rankommen. Und jetzt natürlich mit Sully. Wollen wir wetten? Um das Übliche? Die Wette gilt. Glaube ich, gehe kurz da hoch, um den Scharfschützen auszuschalten. Wie auch immer ich da hoch, doch hier. Jetzt umschauen, war da nicht da? Ah, da ist der. Ah, der kommt von oben. Okay. Den müssen wir eigentlich sehr schnell oder langsam ausschalten. Da, dreh dich, sehr gut. Oh. Du, Sully, was machst du denn?
Probier da mal hinzukommen, ohne dass mich irgendwie jemand entdeckt. Oder so. Oh, hey, hey, hey. Zurück. Oh, wo, oh, wo? Oh. Sally hatte gerade Glatze. Nee. Das habe ich nicht gesehen. Nein, 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 nein. Du steckst in der Scheiße. Ich bin mit dem gehört. Oh nein, du. Oh Mann. War das ein Toupet? Scheiße. Wollte das jetzt eigentlich nicht. Oh! Autsch. Hat sie gefunden! Oh yes, oh yes. Oh ne. Wow. Au, 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 au. Wie komme ich jetzt da hoch? Okay, Frage vermutlich schon beantwortet. Ja. Und wo bist du? Oh, geil. Aber nicht mit dem warten wir noch. Das behalten wir noch. Komm hoch. Komm raus, komm raus. Bam. Ah, fuck. In Pink ist alles schöner. So, jetzt habe ich. Wo seid ihr? Bam! Sonst noch jemand? Nachschlag? Ja. Ey. Ich schieße meinen Bruder ab. Ihr habt's nicht anders gewollt. Schade, dass es hier nicht noch ein Munitionslager gibt. Jetzt muss ich dann wieder zurück. Ah, schade, schade. Ja, Baller ist mal Sam ab, der hat dich hierher gebracht. Komm schon. Yes. Viele ja, nur noch zwei Schüsse. Okay, reicht. Fahrzeug, das ist da hinten. Aber ich muss da mal zuerst runter. Fallschirm wäre geil in diesem Spiel. Der hat noch das Genick gebrochen. Autsch, 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 autsch. Ja, da wurde aufgeräumt. Nein, Sam muss nicht sterben. Ist zwar ein Arsch.
Paladins, nein, sag mir nichts. Sag mir soweit nichts, nee. Was ist das für ein Spiel? Paladins. So, bevor wir hier weitergehen. Ah, Paladins hat das. Ah, das könnte sein, dass ich das bei Rönne gesehen habe. Das könnte sein. So, bevor ich jetzt da zu weit gehe, muss ich kurz eine Pipi-Pause machen. So. Währenddessen könnt ihr wieder ein paar Song-Requests raushauen. Nicht vergessen, dass man das bei mir kann. So, das ist immer leider der Startsong. Moderatoren, Ausrufezeichen Skip, sobald ein Lied gewünscht wurde. Ich bin sofort zurück. E3? Ja, sicher. Bin gleich zurück.
Bin zurück. So. Wo war ich? Genau. Genau. We're gonna dance tonight. Die Infrastruktur dieser Piraten lässt echt zu wünschen übrig. Und wie kommen wir jetzt hier raus? Gute Frage. Gute Frage. Er war ein bisschen laut. Ihr habt ja gesagt, soll er lauter sein, oder? Zip. Mach mal Platz, Ali. Und wieder die Winde, Sally. Praktisch, oder? Ich war nicht gegen die Winde ist definitiv gut. Oh. Was ist hier passiert? Schon ein geiles Spiel. Wieso? Vielleicht kannst du sie kontaktieren und überreden, ihre Schläger zurückzupacken. Ja, klar. Was, wenn wir ihr mehr versprechen als Ray? Nein, so arbeitet sie nicht. Sie ist eher der Typ Söldner, der erst sein Geld sieht. Dann ist Ray da im Vorteil. Ja, nicht nach unten sehen. Oh. Ja, nicht nach unten sehen. Wie schaut ihr mich eigentlich über den Fernseher, Ina und Simon? Naja, definitiv. Vor allem, wenn man auch so Power hat. Schaut dort natürlich genug Power, um das zu bewerkstelligen. Da, Shoreline. Ja, die geben wirklich alles, was? Und sie kommen dem Vulkan verdammt nah. Daran dachte ich auch gerade. Was, wenn sie den Schatz schon gefunden haben? Na seht doch, die durchsuchen jeden Zentimeter. Wenn sie ihn schon gefunden hätten, würden sie nicht mehr suchen. Ja, ja, hast wohl recht. Oh. Hey Sam, wenn ich mal fragen darf. Wie hast du dir die Zeit im Knast vertrieben? Ah, okay. Was ihr euch da für einen Aufwand macht, nicht schlecht. Was hast du denn gelesen? Um den Romero TV zu sehen. Nur für den Fall. Ob in dem alten Gebäude was zu finden ist. Könnte sein. Gut, dass du mir es so dezent sagst. Geh mal nachschauen. Geh mich da hoch über den Wolken, muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Ich wollte eigentlich nur hier hoch, aber okay. Yes. Oh, was geht da hier los? Was geht hier ab? Wenn jetzt hier irgendwo ein Skelett ist, da ist du. Skelett. Oh, geil. Coole Waffe. Und ein schöner Schatz. Okay. Ich wollte jetzt eigentlich da schön rausballen, aber nee. Einmal geht das nicht. Und Bolle schaut mich über die Wii U. Sam.
Sam, was wolltest du sagen? Stimmt ja, wollte ich. Jedenfalls, Geschichte. Vor allem alles, was mit Avery und anderen. Und außer den Büchern, Liegestütz. Frauen. Mich aus den Streits rivalisierender Gangs raushalten. Und ich hab viel nachgedacht. Das war's halt. Sam, wenn dir dieser Wachmann gefallen getan hat, warum hast du ihm keine Nachricht? PlayStation, okay. Oh, ich hab's versucht, ihn gebeten, einen Brief zu schicken. An dein Postfach. Ich hab nichts bekommen. Ja, bin ich ja so groß. Nein. Ich hab eine ordentliche Ableitung. Den Wachmann nie wieder gesehen. Ja, aber ich hab. Caroline hat anscheinend was gefunden. Langsam. Alles klar. Ah, geil. Dass wir jetzt von der anderen Seite gehen, als das erste Mal, als wir das Spiel gespielt haben. Was wolltest du sagen? Wow. Oh, klar. Aber ich habe meine Rache bekommen, als der Rektor mich mit Alcazar zusammengesteckt hat. Das lief nicht so, wie er erwartet hatte. Bin ich richtig? Oh, 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 dreh. Dreh alles nach oben. War jetzt da. Aha. Ich dachte, ich hätte einen Platten. Heilige Scheiße. Von oben kann man bestimmt ganz Kings Bay überblicken. Hey, hey, seh. Da ist die Stadt. Und da ist das Flusstal. Hey Leute, auf dem Hügel steht noch ein Turm. Schorlein Söldner zu sehen? Schwer zu sagen. Hm. Mit dem hier kann... Nee. Ich würde nicht sehen. Was möchtest du mir sagen? Also, wie geht's dir so? Ja, mit dem Toupet. Ich bin froh, dass du mitgekommen bist. Und dass du den Verleihtypen so eingewickelt hast. Kein Problem. Zum Teufel, ich hatte ja selbst einen Heidenspaß dabei. Ich auch. Ja, Sam will mir auch noch was sagen. Sieh dir das nur an. Tolle Aussicht. Ich warte ständig, dass ich aufwache und in der Isolierzelle sitze oder so. Das ist alles wie ein Traum. Sam. Hm. Nein, nein. Keine nein! Frage. Ich will nur... Finden wir ihn einfach. Natalia, was macht denn dein Internet mit dir? Spoiler. Das sind bestimmt welche. Das kann sein. Wow. Jetzt haben die definitiv mega schnell. Das war ein Turbo. Turbo-Schein. Ich werde das als deutsche Stimme nie akzeptieren können. Ei, ei, ei. Was dich hassen, wenn das Internet nicht geht? Weil dann musst du doch nicht dich hassen. Musst du das nicht dich hassen? Oh. Tja, sieht so aus, als wären wir die Ersten. Sehen wir uns um. Na, weiter. Ich weiß, dass wir nicht die Ersten sind. Ich parke mal hier. Also ich kann nicht vergleichen. Deshalb sage ich jetzt mal rein. Denn der Sound, ich finde den gut. Etwas fehl am Platz, aber man baut keine Zugbrücke, ich finde den gut, Robert. Schrieb die Bolle noch? Wieder dann bald, glaube ich, ab und zu. Noch ein Sieg. Und? Weißt du, wem es gehört? Ja, das weiß ich. Anne Bonny. Mhm. Hat die Karibik unsicher gemacht. Ist sie nicht im Knast gestorben? Zumindest heißt es so in den Geschichten. Ja, aber du hattest da mal ab und zu sonst Avery gestreamt ein bisschen. War jetzt geil. Nö. Was? DS? Ja, genau. Über Green Monster meine ich. Da könnte ich aber jetzt das
zusammenschießen. Und da unten. Oder? Yes. Bringt mir aber nicht wirklich viel. Ah ja, genau, genau. Ja, ja, ja. Das scheiß Don't Starve Together will nicht kommen. Nicht? Hm. Kiste oder sowas. Ganz oben im Turm. Ah, okay. Alles klar. Ich hab's begriffen. Muss oben auf den Turm gehen. Hm. Ja, definitiv cooles Game. Und ich frage euch noch einmal gerne, was möchtet ihr bei mir als nächstes sehen? Horizon Zero Dawn oder Yooka-Laylee, was auch immer, wie auch immer das Spiel heißt. Und dann werde ich dann das in den nächsten 2 Wochen oder so dann mal anfangen. Das spielen wir definitiv auch wieder. Hey Leute, da ist ein riesiger Turm hinter der Zugbrücke. Der größte bis jetzt. Bingo. Sam, Speziallieferung. Yooka-Laylee. Witcher City soll rauskommen auf Netflix. Witcher City? Mir geht's gut. Also die normale The Witcher? Ja. Oder etwas anderes. Gut, dann muss gleich. Alles Auto näher ran. Okay. Weil sonst wirkliche Releases im Moment gibt es ja nicht. So wie ich da gesehen habe. Oder irgendwelche Spiele, die da rauskommen. Was ich im Moment sehr gerne spielen würde, wäre GTA 5. Ich schaue das im Moment absolut gerne. Das war doof. Wow. Oh ja, ich spiele GTA 5. Ja gut, aber warum machst du es nicht? Warum mache ich es nicht? Weil... Weil ich nicht weiß, ob das... Ob das was für meine Community wäre zum Zuschauen. Die Musik ist geil. Hm.
Ja, gut. Ja, gut. Du würdest es feiern, wenn ich GTA 5 zocke. Also wirklich, das war... Wir reden vom gleichen GTA 5. Und den gleichen Modus, den ich da gesehen habe. Oder gibt es nur einen? Ich weiß gar nicht. Also ich meine nicht die Story. Warum so verwundert? Ich hätte das jetzt nie von euch erwartet. Ins Auge, Vollgas ins Auge. Wenn dann nur Singleplayer. Nein, ich meine GTA Online. Also, meine definitiv. Also, Moment, ich zeige es euch gleich. Moment. Online ist aber absolut Hammer. Zeig euch dann kurz. Nach diesem Detail hier zeige ich es euch kurz. Ich zeige euch gleich kurz. Du sahst jetzt ein bisschen aus wie mein Bruder. Nein. Es findet hier wahrscheinlich nicht so viel Anklang. Ja, ich sehe es gerade. Aber ich zeige euch kurz, damit wir vom gleichen reden. Ich zeige euch das kurz. So. Also, was ich meine, mal schauen, ob jemand von dem... Ja, natürlich. Und genau der, wo ich im Moment sehr oft zuschaue, ist online. Also, genau, also wenn jetzt hier schaust, wenn du irgendwie die Polizei sein kannst und dann hörst du die anderen Leute, finde ich das irgendwie geil.
Wisst ihr, was ich meine? Weil irgendwie finde ich die Art hier eigentlich noch geil, weil man kann wirklich viele verschiedene Sachen machen. Weil dann kannst du dich irgendwie, musst du dich bewerben. Ja, eben, aber dann kommt die Polizei und dann hast du Probleme. Also, es ist nicht ohne, vor allem wenn man da irgendetwas wirklich außer einfach radikal Rambazamba machen will, ist es nicht so einfach. Definitiv nicht. So, weiter geht's. Meine Güte, Nathan. Was ist heute mit dir los? Was ist heute mit dir los? Okay, den zweiten hat es... Speichert, sehr schön. Oh Gott, hier werden schon wieder Identitäten aufgedeckt. Wo? Nein! Das ist nur, weil mir da jemand geschrieben hat. Probier's noch ein bisschen zu retten. Kann man schön Rollen spielen. Ja, genau. Muss es da so viele haben? Ernsthaft, Leute, sterbt doch einfach. Wir sind zu dritt, was wollt ihr denn genau? Oh. Er macht das. Nee, und jetzt bin ich tot. Danke Simon, dass du da warst. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Vielleicht kommt sie gleich mit dir ins Bettchen. Und sonst... dann demnach schlaft schön. Schöne Träume. Und wir hören uns bald wieder. Spätestens ja schon in einer Woche. Und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Werde ich haben. Irgendwie. Genau, ich probier's. Ich probier's nicht so oft zu sterben. So, dankeschön. Morgen in einer Woche, genau. Yes. Ah, ich freue mich. Na gut. So, dann mal runter. Was ist das genau hier? Gute Nacht und danke fürs Zuschauen. So. Jetzt kann ich aber rüber. Und das jetzt die Regeln, oder? Komm.
Versuchen wir es nochmal. Ja, das sollte klappen. Die haben jetzt etwa 50 Leute einfach massakriert, aber okay. Übermorgen in 2 Wochen. Da kommt, da geht Bolle zu Robert, glaube ich. Turm auf einem Vulkan. Ich glaube, das Ende ist in Sicht, was? Oh yeah. Sag mal, da geht sie los zu Fuß. Ding, 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 ding. Wären da nicht auch Geländer drin gewesen? Oh, 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 oh. Ja. Ich sehe mich mal um. Wir wissen schon. Oh Mann. Ich bin immer ein bisschen zu schnell und dann. Sollte eigentlich klappen. Müsste klappen. Wir sind soweit. Dann mal los. Oh, das habe ich vergessen. Oh, meine Güte. Bin dran. Ich drücke ja schon. Bist du okay? Ging mir schon besser. Bring uns hier raus, Junge. Okay, festhalten. Was ihr wieder vorhabt in die in 2 Wochen. Langsam, Junge, langsam. Ja, das war noch lustig, oder? Oh, sehr. Termin bei meinem Seelenklempner. Du gehst zum Seelenklempner? Nein, aber jetzt werde ich damit anfangen. Komm schon, jetzt übertreibt ihr. Ich hatte alles unter Kontrolle. Ja, klar. Das war mehr Schwein als etwas anderes. Okay, haltet euch gut fest. Oh, 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 oh. Das war ja mal ein netter Tempowechsel. Ja, ich bin fast ein bisschen enttäuscht. Und das hält noch. Ist da wieder der Zelda-Marathon? Wenn ihr euch seht. Ich wollte jetzt da durchbrechen. Auch, Mann. Okay, hier steigen wir aus, Junge. Okay. Los, gehen wir rein. Holen wir uns unseren Schatz raus. Machen wir das so. Oh, sehr schön. Habt ihr es denn auch getrennt jeweils geguckt? Also, bei dir weiß ich es ja, Bolle. So, ich mache noch bis 11 Uhr. Dann mache ich dann für heute auch Schluss. Hier können wir nicht rein. Da leuchtet es schon wieder. Sehr schön. Wir haben einen Schatz gefunden. Sehr schön.
Nee. Woher kennt Bolle es wohl? Ui. Ich glaube, eigentlich kannte sie es schon vorher, oder? Ach so. Okay. Nee, das hätte ich jetzt nicht gewusst. Ich dachte, Bolle hätte das schon auch schon gekannt. Sam, hilfst du mir mal? Ja. Was haben wir denn hier? Eine versteckte... Ein Versteck für Flaschen und zerbrochenes Glas. Ah, dahinter ist offenbar irgendwas. Sam? Ja, auf geht's. Ah, da kannst du noch nicht vorher, okay. Gut gibt es, Robert. Verdammt, zugemauert. Okay, sehen wir uns um. Achtung! Sag doch Achtung! Couch Dance Party. Oh yeah. Das wird bestimmt cool. Das wird toll. Vor allem, weil ihr ja so ein cooles Hobby teilt. Finde ich cool. Ich hoffe, meine zukünftige findet es auch cool. Nicht nur so, okay, geh's mal machen und so. Oh. Steht viel auf dem Spiel. Wer bin ich da? Irgendwie mag ich mich an diese Szene hier komplett nicht erinnern. Muss auch so sein, sonst wird sie wieder gefeuert. Genau, genau. Raus! Aber ich... Nein! Raus! Okay. Allerdings sehe ich keinen Schatz. Hey Leute! Komme! Sieh dir das mal an. Ah, der heilige Dismas. So sieht man sich wieder. Also, was haben wir hier? Mehr Siegel. Da ist hier unser Avery. Thomas Too. Und das ist, Das ist Adam Baldrige, das Joseph Farrow und das Richard Wand. Piratenkapitäne. Okay, also vielleicht war deine Piratentheorie doch nicht so falsch. Tja, also... Hast du eine Ahnung, wie das hier geht? Muss man einen Knopf drücken oder etwas ziehen? Zieh nicht am falschen Ort. Vielleicht einer der Arme. Versuch's mal. Komm schon. Ja. Wenn ihr den Arm diesmal so, genug Link? Befummelt habt. Moment, du meinst Link als Link im Internet? Wer ist Link? Das Trapez muss der Vulkan sein. Die Krone ist Kings Bay. Das ist eine Karte, Gentleman. Victor, du bist ein Genie. Gehört Nate? Genie. Ja, ja. Okay, also, wir sind hier. Der Turm bildet eine Linie mit Averys Siegel. Okay, dann sind die anderen Siegel... Die Türme aus Averys Zeit. Ich meine, in einem muss unser Schatz sein, oder? Ja, aber in welchem? Das sind 12 Türme. Hey, Victor. Brauchst du neuerdings etwa Zigaretten? Wir sind wohl nicht die Ersten hier. Rahmen, dass sie noch brennt. Runter! Jetzt haben wir sie! Na scheiße! Ich halte die Außenwand! Du steckst in ihn!
Nein. Danke, dass ihr zwei noch ein bisschen da seid. Wolle und Robert. Nee, mit dem Schrot, mit der Schrotflinte ist es schlimm. Aha. Oh ja. Was hat es da geheißen? Spezielle Schrotflinte. Trotzdem finde es nicht selbstverständlich. Nee, ihr garniert wieder hier Kekse eine nach der anderen. Ich hab dich auch lieb. Und muss in Deckung gehen. Jetzt gibt's keine Kunst. Bitte, sag es mal. Er hat mich nicht gesehen. Er hat mich nicht gesehen. Das war mein Bruder. Du steckst in der Scheiße! Ah ja. Ich hab's gerade gesehen, wie fest in der Scheiße, dass ich gesteckt habe. Ja, ich wollte mich jetzt irgendwie in Sicherheit bringen, aber. Shit. Ja, ich ballere immer auf Safe. Er ist aber auch ein Böser. Also am Anfang war das viel, viel besser. Viel, viel besser. Moment noch kurz. Ja. Aber jetzt schaffen wir es irgendwie. Was erwähnt, ja. Er hat was erwähnt. Ja, warum kommt er immer auf der anderen Seite raus? Shit. Jetzt haben wir sie. Scheiße.
Olle ist nur noch am Kekse verteilen. Hey, 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 hey. Das gibt's ja nicht, um Gottes Willen hier. Das glaube ich dir, Robert. Ich möchte gerne jetzt sagen. Okay. Ich glaube, jetzt probiere ich es noch einmal und sonst lasse ich es sein, sonst vielleicht bin ich jetzt auch ein bisschen zu müde. Okay. Nö, 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 nö. Wir machen das nächste Mal weiter.